Wir sind ja bei Google und wir haben die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die neuen Smartphones zu werfen. Das sind nämlich das Pixel 4 und das Pixel 4 XL. Und was die zu bieten haben, das schauen wir uns jetzt an. Zunächst haben wir hier die neuen drei Farben, in denen die Google Pixel 4 Modelle verfügbar sind. Hier haben wir Orange, das gibt es nur beim kleinen Pixel 4 unter dem Namen Also Orange. Das Pixel 4 in Weiß. Die beiden Varianten sind mit einer matten Glas, mattierten Glasrückseite. Fühlt sich richtig gut an, richtig angenehm. Und dann haben wir noch das schwarze Modell. Das ist wie Weiß in beiden Varianten, in beiden Größen verfügbar. Und das schwarze Modell kommt aber mit einer glänzenden Rückseite. Hier sieht man dann auch, dass es eine Glasrückseite ist. Hier ist das Grundmaterial aber auch Glas. Das ist schon mal der erste Unterschied. Wenn man sich jetzt das Design nochmal anguckt, die Knöpfe sind wie vorher auch schon bei vielen, einigen Farben bunt gehalten, ein bisschen unterschiedlich. Der Rahmen ist immer matt schwarz gehalten bei allen Farbvarianten. Und dann haben wir natürlich auf der Rückseite die erste große Auffälligkeit. Sieht ein bisschen aus wie bei den ersten Dummies vom iPhone 11, die kursierten, aber es quadratisch mit abgerundeten Ecken und da verbirgt sich natürlich das Kamerasystem drin. Ganz neu ist, erstmals hat hier ein Google Pixel Smartphone auch tatsächlich zwei Kameras auf der Rückseite, nämlich einmal eine Tele-Linse mit einem optischen Tele, optisch 1,8-fach und dreifach Hybrid, so wurde uns das auf jeden Fall gesagt. Natürlich hat man da mehr Möglichkeiten mit und eben die normale Handykamera, also die Weitwinkellinse. Da kommen wir noch später zu der Kamerafunktion. Wenn man jetzt nach vorne guckt, hier haben wir eben einmal die 5,7 Zoll Variante von dem OLED-Display und auch das Display, das ist natürlich richtig gut, aber das hat eine Besonderheit. Es hat auch 90 Hertz Funktion jetzt, das heißt, wenn ich jetzt sehr schnell durch bestimmte Apps scrolle, zum Beispiel irgendwelche Internetseiten oder auch bei Google Maps kann man das auch ganz gut sehen. Jetzt natürlich im Video ist das schwer zu imitieren. Das ist eher so etwas, was man so spürt, dass das Ganze deutlich flüssiger, ruckelfrei funktioniert. Aber das verbraucht natürlich auch mehr Strom. Und deswegen ist es so, dass wenn ich es also nicht nutze für solche intensiven Anwendungen, dann geht es auf 60 Hertz zurück und verbraucht dann weniger Strom. Und das ist ja auch sowieso für die meisten Anwendungen noch gut genug. Ja, wir haben hier natürlich noch einen relativ dicken Rahmen. Ich persönlich finde trotzdem das Design eigentlich ziemlich cool, ziemlich klar und schlicht. Also es ist ehrlich gesagt nochmal was anderes als die ganzen anderen Handys, die vor allem im Android-Bereich ja sich damit überbieten, jetzt praktisch den Rand komplett wegzulassen, was auch oft ganz cool ist, aber manchmal auch schon mal ein bisschen übers Ziel hinausgeht. Hier vorne haben wir halt dann das ganze Kamerasystem, die zwei Infrarot-Frontkamera und die Frontkameras, auch die Infrarotkamera für die Gesichtserkennung. Das ist eine wirklich technische, kann man sagen, eine kleine Revolution, also etwas, was es zumindest noch in keinem anderen Smartphone gab. Hier ist nämlich tatsächlich ein Radar eingebaut, also eine besondere Form von Radar, sehr klein. Und das erkennt, wenn ich mich nähere, also wenn die Hand jetzt hier sich dem Display nähert, man gesehen, das Display ging an. Und vielleicht, es ging sehr schnell im Video, ich habe vorher die Gesichtserkennung schon angelernt und da sieht man, wie schnell das Ganze funktioniert. Ja, nämlich in dem Moment, wo sich die Hand dem Gerät nähert, merkt es, okay, da könnte jetzt gleich der Besitzer kommen und das Gerät entsperren wollen und dann geht hier Face Unlock an und die Gesichtsentsperrung entsperrt das Gerät. Und eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Geräten, zack, es geht, ich müsste nicht mehr hochwischen oder sowas, wenn mein Gesicht erkannt wird, dann startet sofort oder bin ich sofort dort, wo ich auch zuletzt war in der App und in dem Screen. Das finde ich also sehr spannend für ein freihändiges Arbeiten. Apropos freihändig, eine Funktion, also es gibt noch mehrere Funktionen, wo diese Radartechnik zum Einsatz kommt. Das ist im Prinzip natürlich ein erster Schritt. In Zukunft kann man da ganz viel von mitmachen. Wir haben jetzt hier eine Musik-App, hier haben wir YouTube. Wenn mir das jetzt nicht gefällt, kann ich einfach rüberwischen und das Radar erkennt meine Handbewegung, dass ich das jetzt nicht mehr möchte. Und damit kann ich also
von einem Musiktitel zum anderen wechseln. Ja, sind auch weitere Funktionen drin mit dieser Radarerkennung. Ich finde, das ist sehr dezent praktisch umgesetzt. Das ist natürlich schon mal eine ganz coole Sache. Und jetzt kommen wir natürlich noch mal zur Kamera. Wir haben uns die angeschaut, ja, zwei Kameralinsen. Und was weiterhin drin ist, ist die Pixel Shift Technologie. Das heißt, dieses leichte Wackeln in der Hand oder auch wenn man es auf dem Stativ benutzt, wird das simuliert über einen Sensor, der irgendwie die Bewegung des das leichte Verwackeln nutzt, um sozusagen leichte Pixelverschiebungen zu fotografieren und dann aus den mehreren Fotos ein schärferes Endbild zu errechnen. Das ist die eine Sache, aber eben jetzt kommt auch noch die zweite Kameralinse hinzu. Damit kann man mehrere Dinge machen. Einmal hat man natürlich einen größeren Zoom-Bereich. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, genau. Ungefähr ab 1,8-fach kommt dann der optische Zoom, greift damit rein. Und dann geht es kombiniert optisch und mit der Pixel-Shift-Technologie hoch bis zu einem 8-fach-Zoom. Das ist natürlich ganz spannend. Wir sind dann, müssen noch mal testen, wie dann die Qualität ist, aber auch ohne zweites Objektiv waren die Pixel-Geräte ja schon mal gut. Dann gibt es noch einen neuen Nachtmodus. Dafür ist es jetzt natürlich noch zu hell. Besonderheit ist, wenn es jetzt erkennt, dass es auf dem Stativ steht oder wirklich ganz still, meinetwegen an einen Stein gelehnt, da kann man sogar bei völliger Dunkelheit Aufnahmen vom Sternenhimmel machen. Wurden uns so ein paar Demo-Bilder gezeigt. Das war sehr beeindruckend. Da kann man sehr tief rein zoomen. Und man kann auch mit der zweiten Kamera im Porträtmodus jetzt sehr viel bessere Tiefenschärfe in Aufnahmen machen. Man kann nachträglich auch mit der Tiefenschärfe spielen und separat die Helligkeit vom Vordergrund und Hintergrund steuern, sodass man meinetwegen ein Paar vor Sonnenuntergang oder den Angebeteten vom Sonnenuntergang fotografieren kann und trotzdem das schafft, dass der Vordergrund, also die Person, gut ausgeleuchtet ist, relativ gut ausgeleuchtet und der Hintergrund doch auch noch so hell oder dunkel, dass der Sonnenuntergang halt gut zur Geltung kommt. In der Form kenne ich das sonst eigentlich auch nicht. Also da gibt es auch Neuerungen. Und natürlich habe ich hier die ganze Power von Android 10 und purem Android. Das Gerät reagiert wirklich rasant und es gibt auch neue Gesten. Zunächst nur in der englischen Version, aber in Zukunft kann ich dann auch mit einem Wisch von rechts unten den Google Assistant einfach starten. Und nächstes Jahr, ab 2020, soll es auch Funktionen geben, die es bisher nur in Englisch gibt. Das heißt, dass ich zum Beispiel endlose Texte diktieren kann und dann die eingebaute Recorder-App interessanterweise ohne Zugriff auf irgendwelche Cloud- oder Internetdienste meinen ganzen Text live sozusagen in geschriebenes Wort übersetzt. So kann ich ein Interview mitschneiden, eine Vorlesung vielleicht auch oder vielleicht auch eine interessante Kurzgeschichte, die mir einfach mal einfällt. Also ich würde sagen, das sind insgesamt ganz spannende Innovationen und es zeigt, dass die Kombination aus Soft und Hardware hier bei Pixel durchaus auch noch Möglichkeiten gibt, selbst im Android-Bereich, wo es ja sehr viele Hersteller gibt, Dinge noch ein bisschen anders zu machen als die Konkurrenz und einfach ein Gerät zu bringen, was sich doch noch unterscheidet. Ganz wichtig sind natürlich die Preise. Der Einstieg ist ein bisschen günstiger als vorher im vorigen Jahr. Das Pixel 4 beginnt bei 749 Euro mit 64 GB. In der Klasse gibt es eben auch nur die orange Variante. Und das Pixel 4 XL beginnt mit 64 GB bei 899 Euro. Es gibt dann aber optional auch noch eine 100 Euro teurere 128 GB Version. Ja, das ist unser erster Eindruck vom Pixel 4 und Pixel 4 XL. Die neuen Google Pixel 4 und Pixel 4 XL Modelle zeigen, wie man immer noch andere Wege gehen kann, selbst wenn man im Android-Kosmos unterwegs ist und wie Google eben auf so einer schlichten Design kombiniert mit einer klaren Software-Strategie neue Funktionen, praktische Funktionen und sogar technologisch gesehen Weltneuheiten wie das erste Radar in einem Handy auf eine ganz zurückhaltende Weise in einem Gerät integriert, was dann einfach wahrscheinlich eins der Smartphones sein wird, was auch in Zukunft mit am wenigsten nerven wird.